Kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Also, meine Kollegen sind ja alle in OFD, Bruder. So, Lom Ali. Kannst du ihn markieren? Kannst du ihn markieren? Ja, wir gucken mal. Also an der Stelle an meine Brüder, die zuschauen, alle aus OFD und so, ich küsse eure Herzen, Jungs. Ihr müsst nur eine Sache, also Bruder, ganz OFD hat mir geschrieben. Hier vor Studio waren 19 Tschetschener. Wir dachten, irgendwer muss gestochen werden oder so. Wallah, ich dachte so, es ist was sehr Schlimmes passiert. Hast du gesehen, wie ich dich angerufen habe? Nabil ruft mich an, sagt, hey Bruder, hier sind einfach 20 Tschetschener. Ich so, fuck. Irgendwas ist passiert. Bruder, ich schwöre dir, keiner will diese... Bruder, ich dachte, irgendwas ist passiert. Dann, also an euch alle, Leute, ihr könnt nicht gegeneinander kämpfen. So, deshalb, ich kann von euch allen vielleicht so einen weiterleiten und sagen, okay, der eine. Wisst ihr, das könnte das Problem werden. Aber der Gleisen Tibowski gerade, der war auf jeden Fall nice. Also, aber kannst du ihn auch einmal markieren? Hab ich ja. Und wir haben einen letzten vielversprechenden MMA-Kämpfer hier am Start, der unnormal, glaube ich, alles auseinandernehmen könnte. Er kommt mir bekannt vor. Ich bin Nebel, ich bin 17 Jahre alt, ich habe 400 Kämpfe hinter mir, davon habe ich 399 gewonnen, einen durch K.O. Aber auf den Ringen. Also. Nebel, auf den Ringen? Also nicht im Ring, wahrscheinlich auf den Ringen. Ja. Also... Ich glaube, Nebel ist auch weiter. Wir lassen Nebel gegen diesen einen Brasilianer kämpfen. Schieb mich mit dem. Auf einmal er schlägt den Topf. Aber 15.000, Bruder. 15.000 haben oder nicht haben, oder? Ja, Bruder.